Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Die Gefahr ist nur wenige Millimeter groß. Eine Mücke kann mit ihrem Stich in bestimmten Regionen Afrikas und Südostasiens Malaria übertragen. Der Malaria-Erreger, die Parasiten Plasmodium falciparum oder Plasmodium vivax beispielsweise, gelangen über den Speichel der Anopheles-Mücke in den menschlichen Körper. Dort nisten sich die Parasiten in der Leber ein, vermehren sich und schlüpfen in rote Blutkörperchen, wo sie sich vor dem Immunsystem verstecken. An Malaria erkrankte Menschen bekommen hohes Fieber, schwitzen und frieren mit Schüttelfrost, starke Kopfschmerzen und müssen sich erbrechen. Jedes Jahr werden weltweit mindestens 200 Millionen neue Malaria-Infektionen diagnostiziert. In Europa ist die Tropenkrankheit zwar seit der Mitte des 20. Jahrhunderts verschwunden. In Afrika und Südostasien sterben jedoch jährlich über 600.000 Menschen an dem Wechselfieber, wie die Krankheit auch genannt wird. Denn die Infektionskrankheit kann ernsthafte Komplikationen mit sich bringen, die von Nierenversagen bis zum Kreislaufkollaps und in besonders schlimmen Fällen zum Koma führen. Einen Durchbruch brachten in den letzten Jahren Impfungen, doch deren Schutz reiche bisher noch nicht an das heran, was wir normalerweise von einem Impfstoff erwarten, wie der deutsche Biologe Alexander Meyer von der Australian National University in Canberra sagt. Deswegen werden neben den Vakzinen dringend auch noch neue Medikamente für die Behandlung der Krankheit benötigt. Denn die Malaria-Parasiten finden ständig neue Wege, sich an aktuelle Therapien anzupassen und Resistenzen gegen sie aufzubauen. Forschende in Australien und Deutschland, darunter auch Meyer, haben nun einen Weg gefunden, der dieses seit langem bestehende Problem angeht. So haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihren Forschungsarbeiten, die im Fachmagazin Embo Molecular Medicine veröffentlicht wurden, herausgefunden, dass Cholesterin ein Schlüssel zur Behandlung tödlicher Krankheiten ist, die durch Parasiten verursacht werden. Aufgrund seines schlechten Rufs vergessen die Menschen oft, dass Cholesterin ein Grundbaustein des Lebens ist, sagte der deutsche Biologe. Menschen wie auch Tiere benötigen es zum Funktionieren und Überleben. Parasiten sind dabei besonders verzweifelt auf der Suche nach Cholesterin, da sie selbst nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Cholesterin herzustellen. Deswegen stehlen sie es von ihren Wirten und lagern es ein, erklärte der Forscher. Die Forschenden um Meyer, darunter neben den australischen Wissenschaftlern auch Kollegen der Humboldt-Universität zu Berlin, haben sich die Sage des berühmten trojanischen Pferdes aus der griechischen Mythologie zum Vorbild genommen. Während sich im Bauch der hölzernen Statue 30 griechische Krieger verbargen, die die Stadt Troja einnehmen sollten, verstecken die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre tödliche Dosis an Malaria-Medizin im Cholesterin. Dabei nutzen die Forschenden, dass die Parasiten Cholesterin zum Überleben brauchen. Der Parasit nimmt mit dem Cholesterin auch die daran angehefteten Medikamente aktiv mit auf, erklärte Meyer. Im Parasiten entfalten diese dann ihre abtötende Wirkung. Bestehende Medikamente zur Behandlung von Malaria werden vom Parasiten passiv aufgenommen, erklärte er. Dadurch seien sie nicht so wirksam, wie sie sein könnten. Die Trojaner-Methode sei bei der Beseitigung der Parasiten dagegen 3 bis 25 Mal effektiver, so der Wissenschaftler. Dies liege daran, dass die Methode es ermögliche, die Medikamente in die optimalen Bereiche innerhalb des Parasiten zu schmuggeln, wo sie den größten Schaden anrichten könnten. Mit diesem Ansatz können wir auch bestehende Medikamente, die ihre Wirksamkeit verloren haben, wiederverwenden und wieder wirksam machen, erklärte der Experte. Peer-Rezensenten der im Juni erstmals vorgestellten Studie merkten jedoch an, dass weitere Untersuchungen zu den vom Team beschriebenen Methoden erforderlich seien. Vor allem wären Experimente mit lebenden Organismen wünschenswert, wie einer der Kritikpunkte lautete. Diesem Einwand stimmte auch das Team zu, das schrieb, dass dies tatsächlich der nächste erstrebenswerte Meilenstein sei. Allerdings sind dies komplexe Experimente, so die Forscherinnen und Forscher. Tierversuche, in diesem Fall vermutlich die Arbeit mit Mäusen, müssten sorgfältig geplant werden. Insofern darf davon ausgegangen werden, dass Tests am Menschen nochmals deutlich länger auf sich warten lassen müssen. Weiter zu forschen lohnt sich laut der Wissenschaftler aber definitiv. Denn in der Zukunft könnte das System,
bei dem Medikamente mit Cholesterin gekoppelt werden, Ihrer Meinung nach auch zur Behandlung anderer Krankheiten eingesetzt werden. So zum Beispiel bei Giardiasis, eine Darmerkrankung, die Durchfall verursacht, oder bei Leishmaniose, eine Haut-, Mund-, Nasen- und Rachenerkrankung, von der einige der ärmsten Menschen der Welt überproportional betroffen sind. Weitere interessante neue Erkenntnisse im Kampf gegen Malaria brachten im vergangenen Jahr Untersuchungen des Peter Doherty Institute for Infection and Immunity in Melbourne und des Kirby Institute in Sydney zutage. So ergaben diese Forschungsarbeiten, dass Entzündungen im Körper die Entwicklung von Malaria-Parasiten im Blutkreislauf verlangsamen können. Die in der Fachzeitschrift M-Bio veröffentlichte Tiermodellstudie zeigte auf, dass das körpereigene Immunsystem, wenn es auf eine Entzündung reagiert, die chemische Zusammensetzung des Plasmas verändert. Das wiederum behindert die Reifung der Plasmodium-Parasiten bei ihrer Zirkulation im Blutkreislauf. Und 2020 entdeckten Wissenschaftler in Kenia einen Darmpilz, der die Übertragung durch die Mücken stoppt. Mücken, die mit dem Pilz Microsporidia MB infiziert waren, hatten nicht mehr den Malaria-Parasiten Plasmodium falciparum in sich getragen, wie es in der im Journal Nature Communications veröffentlichten Studie hieß. Die positivste Nachricht im Kampf gegen die Infektionskrankheit war bisher, trotz einiger Schwächen, aber die Entwicklung der Impfstoffe. Ein Durchbruch, dem jahrzehntelange Forschungsarbeiten vorausgegangen sind. Ein erster Impfstoff wurde von der Weltgesundheitsorganisation 2021 zugelassen, ein zweiter folgte im vergangenen Jahr. Diese Vakzine sollten in den kommenden Jahrzehnten Millionen Menschen das Leben retten. Das war für SBS Audio Barbara Barkhausen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.